Die amerikanische Sitcom Sabrina, total verhext, startete 1996 und endete 2003 mit der 7. Staffel. Die Serie handelt von Sabrina Spellman, die bei ihren Tanten Hilda und Zelda wohnt. An ihrem 16. Geburtstag erfährt sie, dass sie zum Teil eine Hexe ist. Von diesem Zeitpunkt an muss sie lernen, mit ihrer Zauberkraft umzugehen. Dabei helfen ihr ihre Tanten sowie ihr sprechender Kater Salem. Während der Serie lernt Sabrina Harvey kennen. Ab der 2. Staffel von Sabrina, total verhext, verlieben sich die beiden ineinander und bleiben bis zur 4. Staffel ein Paar. Die Hauptdarsteller der Serie werden von keinen Unbekannten gespielt. Sabrina-Star Melissa Joan Hart kennt man bereits aus Clarissa. Und auch Caroline Rea und Beth Broderick spielten schon in einigen anderen Filmen mit. Wer uns aber vor allem überrascht hat, ist Harvey-Darsteller Nate Richard. Als Nate seine Rolle als Harvey annahm, war der Schauspieler erst 18 Jahre alt. Mittlerweile ist er schon über 40. Damals war er vor allem der Mädchenschwarm, der mit seiner unschuldigen Art nicht nur Sabrina den Kopf verdrehte, sondern auch allen weiblichen Fans. Hättet ihr ihn erkannt? Aus dem unschuldigen Milchbubi wurde ein echter Mann, der sich deutlich verändert hat. Auf seinem Instagram-Account postet Nate Richard immer wieder neue Fotos von sich aus seinem Privatleben. Beispielsweise mit seiner Frau Mallory Feld, die ebenfalls als Schauspielerin tätig ist. Auch Throwback-Bilder aus der Zeit von Sabrina total verhext teilt Nate gerne mit seinen fast 40.000 Followern, Stand April 2021. Bekannt wurde Nate vor allem für seine Rolle als Harvey. Nach dem Aus der Serie spielte er allerdings nicht mehr in vielen Filmen mit und feierte auch keine großen Erfolge. Nate beließ es allerdings nicht bei der Schauspielerei. Er ist außerdem als Sänger und Songwriter tätig und veröffentlichte einige Alben. Sein letzter Song erschien im Februar 2019 und heißt Make It a Wine. Schade, dass sich der beliebte Harvey-Darsteller aus der Schauspielwelt etwas zurückgezogen hat. Zum Glück begeistert er immer wieder mit aktuellen Fotos von sich. Hoffentlich werden wir Nate Richard vielleicht bald mal wieder in einem Film oder einer Serie zu Gesicht bekommen.